Whoa, jetzt geht's los. Fly, wobble up, spot, no dance, not drunk, cause money in my pants. Oi, oi. I just wanna lie. Ja. Push one button, make the car go. Bet I've been a man since top speed. Ihr fragt euch bestimmt, was sonst noch so nach dem Box-Event abging. Kannst du den? Nee. Wenn ich arbeite. Selbst, du musst halt arbeiten. Da ist der Sieger der Herzen und der Kämpfer. Danke. Wie war das los? Und so viele Leute da, Wahnsinn. Ich schaue mir das lieber aus sicherer Entfernung an und schicke mal den Kameramann auf die Tanzfläche. Schon mittags ist in der legendären Großraumdisco Megapark die Hölle los. Okay, okay, genug von der Party. Weiter geht's mit dem Vlog. Ich habe Kartengeschenk gekriegt, Yu-Gi-Oh! Von Sascha. Der hat jedem eine Packung gegönnt. Kioskware von Konami. Erste Auflage. Ey, es kann ein richtiger Hit drin sein. Let's go, da kann Hit. Okay. Und Qualität der Karten, das riechen? Gut. Okay, pass auf. Maschinenempfänger, ja! Jikrildiervogel, vortragender Star, geflügeltes Ungeheuer. Was ist das? Oh. Wie viel wert? 10er? Das glaubst du aber selber nicht, dass die 10 Euro wert ist. Sind halogen. Du willst eine essen? Ich esse die. Warum willst du jetzt eine essen? Ey, mein Chat weiß, dass rein. Ich immer die Geschmacks... Rein damit. Erstmal lecken. Geruch, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Chops und Panini kann Konami nicht mithalten. Vom Konami nicht. Faktor her. Du weißt, wenn du eine Packung aufreißt, du kennst den Geruch. Ja, oder? Ja. Der Experte. Nee, das ist hier einfach billige Pappe. Ganz schlecht. Ja, muss ich echt sagen. Wirklich, sag's dir ganz ehrlich. Du merkst es gleich. Ich würde auch nie eine Tops würde nie so einreißen. Dann geht der Vogel jetzt rein. Stiftung Warentest? Nicht bestanden! Oh, jetzt geht's los! Ich kenne mich leider tatsächlich auch mit Yu-Gi-Oh! Nicht aus, aber Pokémon habe ich was Gutes mal gezogen. Was? Da hat Sascha mich ja damals bei Monte eingekauft. Da habe ich bei Monte die beste Karte an den Arm gezogen. Also ich muss sagen, ich habe nicht einen einzigen Holo gezogen. Schrott. Was Müll. Sagst du, Konami? Müll. Konami, wirklich Müll. Konami, Müll. Außer die Spiele früher von Konami. Nintendo 64, ja. Konami-Spiele. Das waren die geilsten. Geschwindigkeit, Reut, Pferdestelzen. Was zum F*** ist das? Ich dachte, du kennst dich aus. Das sind alles eine neue Generation, muss es sein oder so. Keine Ahnung. Oha. Oh, Holo. Lyriklidiervogel, Vogelparadies. Du kannst zwei geflügelte Ungeheuer XYZ-Monster wählen. Und sogar noch so Dinger mit einer Schrift. Ich würde schon sagen, jeder von uns hat irgendwie schon ein bisschen Müll gezogen, oder? Nur Müll. Nach der letzten Nostalgie, was Panamera Flow anging, geht es heute weiter mit Ruthless Records. Bist du nicht Ruthless, dann bist du nicht... Nicht Ruthless. Yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift. Nicht Ruthless. Mein Bestes, wird Zeit für ein Duell. Heute ein Bier von Warsteiner für 2,50 Euro zusammen mit einer Bockwurst mit Brötchen für 5 Euro. Angenehm zu fahren. Toll. Du sagst, ich bin da, wunderbar. Ich zeig dir mal, wie man ein professionelles Fernsehinterview. Ich will jetzt ein professionelles Interview für dich sehen, okay? RTL? Wir filmen mit. Gänzen Interview bei RTL. Was soll ich jetzt sehen? Wie wird man eigentlich so vorrichten? Ich meine, du bist ja ein mega. Ich hab's ja auch ein bisschen versucht, nur noch dran, muss ganz ehrlich sagen. Also, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Aussehen. Aussehen. Was geht ab? Was hast du jetzt schon wieder gekauft? Ich habe bei Marcel in der Story bei dem großen Influencer Montana Black gesehen, dass man diese Dukau-Feuerzeuge, dass die ganz geil sind. Ja, Digga, das freut mich. Das ist ein Feuerzeug. Ja, ein Dupont. Alter, ein aus Dupont. Paris, Junge. Oh mein Gott. Dupont. Dupont. Guck. Oi, oi. Ja. Hast du die Brille auch gekauft? Nein, die hatte ich schon. Hattest du die heute schon an? Ja, gestern. Ja, hatte ich schon an, ja. Hab ich nicht gesehen. Wie findest du? Das ist krass. Hör mal den Klang. Oh. So muss das mein Dupont sein. Okay, ein Start. Okay. Mit dem Coco-Dog. Ja, das war das Lied. Schon vorbei bei Spendi. Oh. Okay, durch. Jetzt bitte, ich kann doch nicht nochmal drankommen. Wirklich nicht. Ja! Ich bin doch nicht. Komm, nein, jetzt ist. Oh! Ey, ja! Ich bin raus! Okay, es ist 50-50. Ich mach Mental. Spielchen, psychisches Spielchen, das ist auf deiner Seite. Oh. Nein! Stopp, mach das Google-Deal! Stopp! Egal, was du hast, Bruder, gib mir besser. Jens! Erklär doch mal, erzähl doch mal, wie war der Dreh?
Drehort ist L.A., Digga. Ja. Oh nö, Alter, ich kann, das ist mal was mit zu. Da war scheiße, da war einfach Boxershorts von Polo noch drin. Voll mit Scheiße. Hätten wir mitnehmen können und vor das Zimmer legen können vom Klo. Oh, ja. Hast du mal Escape Room gemacht? Ja, mit Sascha. Sascha hat alles gewusst, sonst wäre ich da heute noch drin. Das wird laut! Mann. Ja, Junge. Ja. Geil, ne? Ist lecker? Unglaublich. Unglaublich. Gehst du immer hier? Entweder hier oder Pizzaladen. Nebenan ist Pizzaladen. Ja, Junge. Ist das unangenehm, wenn man isst und man wird gefilmt? Ist das unangenehm? Überhaupt nicht. Echt nicht? Ich hasse es selber, deswegen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Kuss. Bis zum nächsten Vlog. Kann ich auch Foto? Ja. Erst musst du sagen, wie teuer dein Outfit ist.